Topfgucker TV empfiehlt. Topfgucker TV ist heute nordwestlich von Berlin. Ich bin verabredet mit Malte Vogts. Sie haben Gänse hier auf dem Hof. Warum? Genau, man kann sich ja erstens fragen, der Spargel auf Krem, was hat der mit Gänsen zu tun? Aber neben dem Spargel und den Heidelbeeren, die wir anbauen, und Kürbissen, haben wir uns für eine vierte Jahreszeit entschieden. Das sind die Gänse, denn auch die Gänse versprühen einen ganz bestimmten Zauber, wenn man sie jetzt so hinter uns sieht. Und ich freue mich sehr, dass wir als regionaler Erzeuger auch Partner gefunden haben, auch außerhalb von Krem, die auf unsere regionalen Gänse zurückgreifen. Und das erfreut sich wachsender Beliebtheit. Und ich freue mich natürlich sehr, dass es Anna Amalia auch unsere Produkte bei uns nachfragt. Neben dem Spargel eben jetzt auch neuerdings die Gänse. Sie sagen es, Gastronomie und Gänse, das heißt Gänse, die auch wirklich glücklich sind. Worauf kommt es denn an, auch privat, wenn ich eine Gans kaufe? Worauf sollte ich achten? Also für mich ist es so, dass es einfach wichtig ist, dass sie ganz frisch ist und regional, also wenig Transportwege, dass sie ganz auch Auslauf hat, Freilandgänse sind, denn das merkt man auch einfach am Fleisch. Es ist ein bisschen rötlicher, es ist ein bisschen dann nicht ganz so fett, aber es hat einen tollen Geschmack und das merkt man einfach. Ich wollte Sie gerade fragen, das hat ja Auswirkungen aufs Fleisch. Ne? Das heißt, wenn eine Gans glücklich ist und ihre Muskeln auch mal zum Einsatz gebracht hat, sollte man das schmecken? Ja, das schmeckt man auch. In diesem Jahr waren wir einmal ein bisschen in Sorge, als der Sturm herfegte. Da sind die Gänse, sie können ja nach wie vor fliegen, auch wenn sie nicht abheben können und wegfliegen. Aber da waren sie mal 10 Meter in der Luft. Da hatten wir schon Sorge, dass sie dann außerhalb des Zaunes wieder landen. Aber das haben sie nicht gemacht. Der Herdentrieb war so stark, dass sie doch wieder hier gelandet sind. Aber dieser Auslauf, der so da ist, das merkt man eindeutig. Letztes Jahr, als es noch die Vogelgrippe gab, mussten wir dann zwangsläufig die Gänse auch einstallen. Das hat man aber gemerkt. Wenn die Gans einmal draußen ist, sich daran gewöhnt hat und dann in einen Stall eingestallt wird, dann frisst sie nicht mehr. Dann haben wir das Gewicht verloren. Also es ist am besten die Haltung so, wie sie hier ist, dass sie im Grünen umherlaufen kann. Auch nachts werden die nicht eingestellt, auch wenn wir die Möglichkeit hier haben. Aber das ist einfach nur dem geschuldet, dass, falls eine Vogelgrippe wieder auftritt, dass wir auch der Stallpflicht nachkommen können. Aber ansonsten bleibt die Gans nur draußen und das merkt man einfach auch an dem Geschmack. Die sind da nicht ganz so fett. Und sie sind auch ein bisschen heterogen, also unsere Gänse haben irgendwas zwischen 4 und 7 Kilo nachher im Gewicht. Das ist eben nicht genormt, nicht? Und so wie Sie ein bisschen kleiner sind als ich, ist es bei den Gänsen eben auch. Und deswegen ist nicht jede Gans bei 5 Kilo zu bekommen bei uns. Also ich danke Ihnen ganz sehr, dass wir hier sein konnten, dass wir uns darüber überzeugen konnten, dass es hier ganz glückliche Gänse gibt. Wir zeigen jetzt natürlich noch ein schönes Rezept mit Gänsefleisch und ganz vielen Dank an Malte Vogts. Und vielleicht sehen wir uns mal wieder und können noch mehr über Ihren Spargelhof berichten. Ja, sehr gerne, würde ich mich sehr freuen. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.